Auch zu Beginn der neuen Woche müssen wir stellenweise noch mit etwas Regen rechnen. In der kommenden Nacht bleibt es aber erstmal in ganz Bayern trocken. Zum Teil ist der Himmel auch aufgelockert. Örtlich bildet sich etwas Nebel, vor allem rund um die Donau. Das Ganze bei Tiefstwerten um den Gefrierpunkt. Es kann also stellenweise wieder glatt werden. In Franken bekommen wir morgen noch ziemlich durchwachsenes Wetter. Vor allem in Unterfranken fällt dabei auch etwas Regen. Am Nachmittag wird es dann aber schon wieder trockener. Ab und zu kommt dann auch die Sonne zum Vorschein bei Höchstwerten zwischen 8 und 9 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Er weht dabei mit Stärke 2 oder 3. In der Oberpfalz gibt es etwas freundlicheres Wetter. Hier bleibt es auch den ganzen Tag über trocken. Allerdings haben wir es am Vormittag stellenweise noch mit Nebel zu tun. Der löst sich aber auf und dann gibt es einen recht netten Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen erreichen dazu 9 bis 10 Grad und auch der Wind weht nur sehr, sehr schwach. Er kommt meistens aus westlichen Richtungen. In Oberbayern ist es teils bewölkt, teils gibt es aber auch Sonne. Vor allem im Chiemgau wird es recht freundlich. In Schwaben, da halten sich dagegen dichtere Wolken. Und vor allem im Allgäu müssen wir mit etwas Regen rechnen. In höheren Lagen fällt hier auch noch Schnee. Das Ganze bei Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad. Der Wind dazu, er wird meistens nur recht schwach mit Stärke 2 bis 1 und kommt dabei eher aus westlichen Richtungen. Auch in den nächsten Tagen geht es nicht ganz ohne Regen. Vor allem am Dienstag und am Donnerstag kann es stellenweise noch etwas nass werden, aber die Niederschlagsmengen sind sehr gering und in manchen Orten bleibt es da auch schon trocken. Generell etwas trockener wird der Mittwoch, da scheint zwischen ein paar Wolken auch immer wieder die Sonne. Die Temperaturen erreichen dazu am Dienstag nur 8 Grad, da wird es etwas frischer. Danach steigen die Temperaturen etwas an auf 10 bis 11 Grad. In den Nächten bleibt es weiterhin recht kühl. Bis zum Wochenende steigen die Temperaturen aber noch mal ein gutes Stück an. Es geht dann wieder Richtung Frühling, es wird dann deutlich wärmer. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.